Wenn ein Mensch plötzlich in jungen Jahren stirbt, bedeutet das, dass die Seele das erreicht hat, was sie erreichen sollte? Nun, sie hat die für sie vorgesehenen Lehreinheiten bekommen. Wenn diese Lehreinheit in einem vorzeitigen Tod bestand, dann ist diese Lehreinheit damit erledigt. Es gibt nichts Zufälliges. Alles ist von uns vorprogrammiert, um bestimmte Lehreinheiten zu erhalten und uns neue Eigenschaften anzueignen. Dabei ist es unwichtig, ob wir noch im Mutterleib sterben, unmittelbar nach der Geburt, als Kleinkind oder im hohen Alter. Das sind alles Lehreinheiten. Auch für die Angehörigen? Es hängt alles zusammen, denn wir alle sind karmisch miteinander verbunden. In den Veden wird dazu folgende Geschichte als Beispiel angeführt. In einer rechtschaffenden Familie gab es keine Kinder. Sie hatte lange die Götter um Hilfe gebeten, denn Kinderlosigkeit galt damals als Sünde, da es ohne Erben niemanden gab, der für einen nach dem eigenen Tod beten konnte und der einen wieder in die Welt inkarnieren konnte. Deshalb galt damals eine Familie ohne männliche Nachkommen als verflucht. So war das damals. Letztendlich kam dann doch ein Junge auf die Welt, aber die Mutter starb kurz nach der Geburt. Der Vater war schon älter und sah keinen Sinn darin, noch einmal zu heiraten. Er lenkte seine ganze Liebe von der Frau auf den Sohn. Er sorgte sehr gut für den Sohn und zog einen Erben groß, um sein gesamtes Vermögen an ihn zu vererben. Er war nämlich reich und hatte sonst keinen Verwandten mehr. Doch noch bevor der Sohn volljährig wurde, starb er plötzlich bei einem Unfall. Der Vater war natürlich am Boden zerstört, denn er hatte nun keinen Sinn mehr zu leben. Wohin nun mit seinem Reichtum? Es gab ja keinen Erben mehr. Er wandte sich an einen Weisen, von dem er wusste, dass dieser seinen Sohn wieder zum Leben erwecken konnte. Er bat ihn, den Sohn um jeden Preis zurückzuholen. Der Weise war wirklich ein Mystiker und sah die karmischen Zusammenhänge. Deshalb schlug er vor, den Sohn erst einmal für ein paar Minuten wiederzubeleben, damit der Vater sich mit ihm unterhalten könne. Wenn nach diesem Gespräch der Vater immer noch seinen Sohn lebend sehen wollte, so versprach der Weise, den Sohn dann endgültig wiederzubeleben. Der Vater war mit allen Bedingungen einverstanden. Der Weise führte also ein Ritual durch, brachte den Atman des Sohnes zurück in dessen Körper und dieser begann wieder zu leben. Der Vater versuchte voller Glück, den Sohn zu begrüßen und zu umarmen, doch dieser stoppte ihn und fragte: Vater, kannst du dich erinnern, wer wir beide in unserer früheren Inkarnation waren? Dieser erwiderte, dass er sich nicht erinnern könne und dass es doch nun keinen Unterschied mehr spiele, denn er liebe ihn als sein Vater und er habe vor, ihm seinen ganzen Besitz zu vererben. Doch der Sohn sagte: Nein, Vater, hör mir zu. In unserer letzten Inkarnation waren wir Geschäftspartner und gute Freunde. Doch du hast mich auf die hinterhältigste und unehrlichste Art und Weise betrogen. Du hast mich und meine Familie ruiniert. Und meine Familie, meine Kinder und schließlich auch ich starben an Hunger. Aber bevor ich starb, schwor ich, mich an dir auf die grausamste Weise zu rächen, nämlich als dein einziger Sohn geboren zu werden und frühzeitig zu sterben. Und deshalb verlasse ich nun diesen Körper. Da fragte der Weise: Nun, willst du immer noch, dass ich deinen Sohn zum Leben erwecke? Das heißt, dass unsere karmischen Beziehungen sehr kompliziert sind. Wenn wir schon karmische Knoten gebunden haben, haben wir keine andere Möglichkeit, als die Situation zu durchleben und den Knoten zu lösen. Man kann also nie etwas eindeutig sagen. Es sind sehr komplexe karmische Verbindungen. Die karmischen Knoten bilden das Netz des Karmas und wir alle sind miteinander dadurch verbunden. Man muss verstehen, dass alles, was geschieht, zu unserer Entwicklung beiträgt. Die Götter geben uns die Möglichkeit, die notwendigen Eigenschaften zu erlernen.